Hallo Leute, willkommen zurück zum Finale von Borderlands 2 DLC. Erst einmal gehen wir an die Zwergdingsee, weil ich was Bestimmtes hören will. Okay. Wir fühlen uns alle bereit gegen den Kampf für den Kampf gegen Pisten. Erstmal alles nachladen. Nachgeladen. Nachgeladen, nachgeladen. Wo ist mein Raketenwerfer? Das ist wieder. Ihr seht, wie die Arena jetzt aussieht. Vorhin sah sie ganz anders aus. Hier ist die Kammer. Jetzt kommt das große Finale. Ich hab dir gesagt, bleib mir vom Leib. Aber jetzt kämpfen wir Auge in Auge. Gladiator gegen Gladiator. Gegen... verdammten Riesentiere! Mann! Da sterbe ich. Ah, das ist schwer. Ihr hört die Musik? So. Ihr könnt mich jetzt ruhig Feigling nennen, aber das ist die beste Taktik, die ich habe. So. So. Oh Gott. So. Versteht ihr jetzt, warum ich das mache? Weil ich einfach nach hinten gehen kann zur Munition. So. Ja, gut, Schaden hat er schon mal gefressen, der Rex. So.
So. So. So. Ja, komm, friss mehr Schaden. Die Methode benutze ich aber nur im wahren Kammerjäger-Modus. Im normalen bin ich direkt auf ihn zu. Okay, so. 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 Ja, ja komm, stirb, 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 stirb. Kann ich natürlich auch Munition regenerieren, aber wieso? So. Komm. Alter. Okay, jetzt wage ich mich mal kurz her. So, ich habe ihn ja so weit down, dass ich schnell mal mit Raketenwerfer spielen kann. Oh. So. In meinem Herzen wird er ewig weiter. Nein! Bitte! Ganz bitte! Mach dich bereit für die Geschäft! Schnauze! Schneid alle Schnauze! Ich komm gleich pisten. Ich will nur ein bisschen Munition kaufen. So. Ja.
Okay. Das war's, Leute. Das Blut eines Feiglings wurde vergossen von Pandora's Badass Nummer 1. Die Kammer wird sich öffnen. Ladies and Gentlemen, Applaus für den Kammerjäger. Die Kammer öffnet sich. Zeigt eine Beute-Explosion. Nö. Da bin ich ganz ehrlich. Nö. Ich will das Zeug aufsammeln. Ja, da hast du recht. Fette Beute. Oh. Ja, beim letzten Mal, wie ich hier gespielt habe, hat's eine Legendary rausgetoppt. Schade. Aber seht ihr, der Pisten an sich ist leicht, nur wenn er seit Bad oder so Saurus da hat, ist es schwer. Jetzt habe ich wieder 10 Iridium. Kannst du noch mal explodieren? Danke. Oh. Was war denn das für ein lila Klassmord? Das war ein Schild, so. Ja, dann haben wir das DLC so gut wie abgeschlossen. Begeben wir uns jetzt zu Moxie. Und machen diese Waffenkiste auf. Gehen an dich ran. Warum Verbindung schon wieder verloren? Das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt 92. Die Rolling Thunder. Oh Gott. Ja. Ah, Pisten besiegt. Wir sind Badass Nummer 1 auf Pandora. Man hört die Leute jubeln. Ja, er hat's geschafft. Wir haben Pisten den Cheetah besiegt. Okay, auf zu Moxie. Ja, bei den Zeiten hat Moxie nicht so eine große Rolle gespielt, außer in einem DLC, aber im zweiten Teil spielt sie eine verdammt große Rolle. Was? Ihr wollt mich töten? Na grad ihr? Das muss weh getan haben. So. So, hier haben wir nämlich Pete, der Unbesiegbare.
Er ist nämlich ein Raid-Boss. Ja, ich habe ein Bettes zocken. Da gehen wir auf Elementareffekt Schaden. Ich mache jetzt hier noch kurz fertig. Oh! Den könnte ich mir kaufen. Das. Ja. Ja, ich habe eh nichts bekommen. Dann sage ich mal, dann war's das hier in diesem DLC. Ich sehe euch beim nächsten Let's Play. Bis dann, euer Mr. Binary. Ciao, ciao!